Moin, herzlich willkommen. Jo, wir sind hier an der Mühle und die nimmt nichts mehr an. Die nimmt weder Roggen an noch Weizen. Alles voll, jetzt können sie nur noch Gerste annehmen. Wir fahren jetzt hier gerade wieder einen Wolf. Egal, ich bringe den Rest hier jetzt zum Hof, Silo. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen. Ich weiß nicht, wie schnell ich hier durchkomme. Ich glaube, noch eine Erntesaison schaffen wir gar nicht. Weil bis wir jetzt hier überhaupt die Ernte zu Ende haben, daher ist die Frage, sehen wir denn überhaupt nochmal an? Ich weiß es nicht. Oder gehen wir davon aus, dass wir am 20. November das hier einstampfen? Ich weiß es nicht. Schreibt mal eure Meinung. Also am 20. November kommt Alice 19. Da habe ich eh keine Zeit in der Woche. Das ärgert mich maßlos, weil das ist ein Dienstag. Und ich bin in der Woche, bin ich von Montag bis einschließlich Sonntag immer ganz viel am Arbeiten. Auch bis spät in die Nacht. Und da komme ich überhaupt nicht zum Spielen. Es geht mir voll auf den Keks, dass ich alles 19 dann gar nicht spielen kann. Und auch dann dementsprechend keine Videos damit produzieren kann. Das heißt, ich werde zusehen, dass ich also bis zu dem ja, Montag danach oder so, dann noch alles 17 Videos habe, die ich euch zeigen kann. Und dann werde ich erst alles 19 produzieren können. Es geht mir, wie gesagt, voll auf den Senkel. Aber ich kann es nicht ändern, Leute. Ich kann es nicht ändern. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Wichtig ist ja, dass wir was haben. So, Feld 8 war das. Wenn wir jetzt sind, Feld 8, Hofsilo. So, der fährt jetzt zum Feld 8 und sucht da den Drescher. Das ist ja auch gut so. Hallo? Das sah so schön aus, ne? Mal schön hier rum, genau so. So gefällt mir das. Okay, der drescht hier. Ich muss euch mal ganz kurz muten, bei mir juckt es am Ohr. So, da bin ich wieder. Sorry. Ja, gut, wir ernten hier, wir ernten da. Was haben wir denn hier noch so? Sojabohnen interessieren mich ja nun gar nicht, ne? Wieso habe ich denn auf Feld 12 Sojabohnen? Habe ich doch gekauft, das Feld dann, oder? Kann ich mir ja gar nicht erklären. Feld 30 könnte noch interessant sein. Feld 35 eigentlich weniger. Da fällt 34 drauf. Hopfen. Roggen. Das
kaufen. Kaufen wir. So. 35 ist zu teuer. Das ist auf Feld 39 drauf. Hopfen. Hopfen will ich nicht. Feld 40. Kartoffeln. Feld 42 ist Körnermais. Aber das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Gut. Besuchen, Brauerei. Wieso wird hier nicht produziert? Was fehlt hier? Leere Paletten fehlen. Unglaublich. Das kann es ja wohl nicht sein. An leeren Paletten soll es uns doch wohl nicht mangeln, oder? Hier auch, oder wie? Auch leere Paletten. Gibt's doch gar nicht. Tatsächlich. Nein, Katastrophe. Brauerei darf nicht leer stehen. Fahren wir erstmal mal runter, weil da gibt es ja Überführungskurs. Vom Hof. Hof Holz. Ja, das war vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Er soll am letzten Wegpunkt warten. Seht ihr, habe ich eingeschaltet, ne? Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Den können wir dann gleich retten. Wieso auch immer er da jetzt hochfahren will.
Ja, da, jawohl. Okay. Abfahrer entlassen. So. Den Kurs können wir löschen. Jetzt möchte ich hier eins gucken. Ich hatte mir hier Notizen gemacht. So, wo habe ich denn? Holzverarbeitung. Dazu muss ich mal eben rechnen. Ich hatte hier... ich hatte hier 287.499 Liter Bretter und habe jetzt noch 272.916. Das sind 14.583 Liter Bretter habe ich verbraucht. Das heißt, ich müsste jetzt hier 29.166 müsste ich jetzt hier Bretterpaletten haben. Ja. Ja, der Verbrauch genauso. Genauso. Exakt das gleiche. Das sind 5 mal 5.000 plus 4.166. 29.166. Also, damit ist bewiesen, dieses Palettenwerk arbeitet genauso effektiv oder ineffektiv wie das oben. Oh, jetzt steckt schon wieder ein Lexion im Verkehr fest. Ich werde hier doch weich. Paletten 77 von 100 sind hier eingelagert. So. So, damit haben wir die wieder voll. Jetzt muss man eben gucken, bevor ich mich da um den Lexion kümmere, ob es hier vom Holz eine Überführung zur Brauerei gibt. Nee, gibt es nicht. Zum Obst gibt es. Zum Heizkraftwerk. Ja, die könnten wir ja nehmen. Da sind wir ja dann schon mal in der Nähe von der Brauerei. Dann kann ich mich nämlich um die anderen Fahrzeuge kümmern. Oder um das andere Fahrzeug. Leute, da müsst ihr aber noch mal ein bisschen was machen. Finde ich. So, die stehen hier und warten, dass das Feld hier was macht. Alles klar. Keine Ahnung, was er davor hat. Aber auch keine Ahnung, wieso der Lexion da so steht. Weil er hat ja nichts drin. Also manche Cosplay-Version ist mir noch so ein bisschen suspekt. Boah, diese Developer-Version, die ich hier nutze. Und zwar neue Funktionen. Zum Beispiel, dass er irgendwie rückwärts wild durchs Feld fährt. Und der Drescher gar nicht mehr fährt.
er da jetzt auffährt, weiß ich nicht. Ihr habt gehört, die Folge ist um. Heute Nachmittag 16 Uhr Match Experience gegen Friesenjung. Schaut zu, schaut auch beim Experience mal vorbei. Wobei, da gucken eh mehr Leute zu als bei mir, weil er irgendwie viel, viel mehr Abonnenten schon hat. Trotzdem, schaut da mal vorbei, lasst ein liebes Wort da, lasst auch bei mir gerne ein liebes Wort, lasst den Daumen nach oben da. Damit unterstützt ihr mich, das ist ganz, ganz wichtig für uns YouTuber, dass ihr mit uns interagiert, dass ihr auf die Videos reagiert, Kommentar oder ein Like oder sowas oder auch ein Dislike von mir aus. Gerne mit einer Erklärung im Kommentar, warum, was euch nicht gefallen hat. Ja, in diesem Sinn sage ich erstmal ciao.